Hey Leute, heute geht es um die Geschichte unserer zwei beliebtesten Haustiere, und zwar Hund und Katze. Und wie sind die entstanden und warum sind die heute unsere Haustiere, das erkläre ich euch in diesem Video. Ich würde sagen, wir legen los, euch macht viel Spaß, danke für den Support und let's go. Wir fangen direkt mit dem Hund an und dafür gehen wir jetzt 45.000 Jahre in die Vergangenheit. Und damals gab es noch keine Hunde, sondern Wölfe. Und von dem Wolf stammten ja auch die Hunde. Damals, die Wölfe sind natürlich ausgezeichnete Jäger. Sie sind sehr bewusst und ziemlich schlau. Und nur die wenigen scheuen Tiere haben sich gewagt, an den Menschen näher zu kommen, also an den Lagerfeuer näher zu kommen, um Essensreste zu finden. Denn wir Menschen waren natürlich sehr, sehr gute Jäger. Wir waren, glaube ich, bei dem Top 10 dabei, wie ich weiß. Also wir waren wirklich sehr, sehr gute Jäger. Und die Wölfe hatten das natürlich alles angelockt. Und langsam haben sich auch schon die Menschen und Wölfe sehr, sehr schnell sich daran gewöhnt. Und Bildung beschleunigte die Entwicklung. Der Lagerwolf entsteht. Und der ist nicht unbedingt gezähmt, aber weiß, wie man sich mit Menschen umgeht. Der gilt als Wächter, gefährlicher Tier in der Nähe ist. Und das Vorführen von Beutetieren, also die haben halt natürlich die Menschen gewarnt, also vor gefährlichen Tieren und natürlich auch geholfen bei den Beutetieren und so. Also genau, die haben quasi zusammengearbeitet. Der Wolf gab natürlich den Hunden natürlich das Sozialverhalten weiter und natürlich deren Körper und Fähigkeit. Die Hunde können ja natürlich sehr, sehr gut sehen. Die können in die Nacht sogar die kleinsten Insekten von 3 Meter sehen. Und genau, die haben natürlich, die können auch natürlich sehr gut riechen. Und genau, die können natürlich extrem gut hören. Und genau, das war natürlich sehr, sehr gut auf jeden Fall. Also früher vor allem. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Zukunft. Und zwar in den alten Ägypten. Und da galten die Hunde als heilig. Also die haben natürlich auch den Tempel beschützt und den Graben. Und die haben natürlich auch bei der Jagd geholfen. Und die galten so heilig, dass wirklich, wenn ein von einem Hundebesitzer der Hund gestorben ist, dass die wirklich sogar eine Glatze rasiert haben. Also die galten wirklich so treu und die haben die natürlich auch Freude gegeben. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Hunde eher für die Arbeiten eingesetzt und weniger für die Freizeit. Genau, und dann am Ende des 19. Jahrhunderts haben die Menschen begonnen, die Hunde eher für die Freizeit einzusetzen. Und genau, das ging halt bis heute weiter. Also genau, natürlich gibt es auch natürlich heutzutage immer noch Hunde, die halt arbeiten, ne? Also bei der Arbeit eingesetzt werden, wie zum Beispiel bei der Polizei oder bei den Jägern, die helfen halt zum Jagen und so weiter. Aber genau, heutzutage gibt es auch sogar noch solche Hunde, die wirklich extra für den Freizeit ist. Und zwar, das sind menschengemachte Hunde, da sind mehrere Rassen zusammengemischt. Und zwar zum Beispiel, ich habe ja auch so einen Hund, und zwar Shih Tzus und Chihuahuas, die zum Beispiel sind natürlich auch so menschengemachte Hunde. Da sind mehrere Rassen zusammengemischt und diese Hunde sind extra für den Freizeit gedacht. Also, genau. Also Leute, hier haben wir auf jeden Fall Udi. Ja, der ist menschengemacht auf jeden Fall und die wären halt nicht so groß. Also wir haben Udi auch schon seit 6 Jahren und der ist kaum gewachsen. Also er ist schon gewachsen, aber nicht so stark wie andere Hunde. Also, genau, auf jeden Fall. Und ja, das Gleiche geht auch für Chihuahuas. Und die sind halt wirklich klein. Die werden halt immer klein. Und Leute, die sind halt nicht dazu da, dass die euren Haus beschützen oder kämpfen oder keine Ahnung. Jetzt kommen wir zu der Geschichte unserer Hauskatze. Denn dazu gehen wir jetzt 9500 Jahre in die Vergangenheit zurück. Also nicht so lange wie bei den Hunden. Also längst nicht so lange. Aber die sind trotzdem natürlich schon lange bei uns, die Hauskatzen. Genau, damals streifte noch die Falbkatze. Gab es noch die Falbkatzen und nicht die Hauskatzen. Aber von den Falbkatzen stammten auch die Hauskatzen ab. Und genau, und die Bauern merkten sehr schnell, dass der Falbkatze natürlich die Mäuse bekämpften und Ratten bekämpften, weil ja, die sind natürlich Schädlinge, ne? Also für den Bauern. Und genau, damals da in Ägypten gab es damals viel Kornspeicher und ja, und die Mäuse und Ratten waren natürlich Schädlinge und deshalb ja, akzeptierten sofort die Bauern, also dass die Katzen natürlich die Schädlinge bekämpfen. Und genau, und das ging halt lange weiter, bis vor 4000 Jahren die Hauskatze aufgetaucht ist. Und die Katzen galten damals als heilig. Und genau. Bei dem Islam zum Beispiel wurden Katzen verehrt.
Und bei den Buden war die Katze ein Symbol für Glück, Freiheit und Frieden. Ah ja, Leute, und wundert euch nicht, ich erkläre euch nicht die ganze Geschichte. Also ich erkläre es euch nur in kurz, also nur die wichtigsten Informationen und so. Aber im 13. Jahrhundert erreichte eine düstere Zeit für die Katze. Die Katzen haben natürlich die Menschen bis in Europa gefolgt und da galten natürlich im Mittelalter für die Europäer die Katzen das Symbol des Teufels und deshalb wurden die Katzen natürlich auch abgeschlachtet, also getötet und durch die abfallende Population der Katzen stiegen natürlich die Rattenpopulation extrem schnell an und die waren eng mit die Verbindung der Flöhen und dadurch verbreiteten sich der Krankheiten Pest und dadurch starben im 14. Jahrhundert ein Drittel der Bevölkerung in Europa und dadurch hinterließ eine wichtige Lehre: Bitte lieben Sie Katzen. Das hat heute zum Glück ein Ende, aber natürlich werden heutzutage leider immer noch Katzen gejagt und das leider auch noch legal. Genau, Leute, aber heutzutage trotzdem gehören noch die Katzen natürlich zu einer der beliebtesten Haustieren. Und genau, die jagen heutzutage immer noch, aber das Problem ist deshalb, bedrohen sie den Artenvielfalt. Denn die Katzen machen nicht nur Jagd auf Ratten oder Mäuse, sondern auch auf Vögel, Fasanen, Wildhasen, Feldhasen und so weiter. Und dadurch bedrohen sie den Artenvielfalt. Aber dazu werde ich auch ein extriges Video machen. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr mehr solche Videos über Haustiere sehen wollt, dann lasst ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr in Zukunft keine Videos verpassen wollt. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.